Ich möchte euch an der Stelle mal erzählen, wie ich am Samstag beim Hafengeburtstag war und nach dem Feuerwerk fast 5 Stunden brauchte, bis ich dann im Hotel im Bett war. So, what? 5 Stunden vom Hamburger Hafen bis nach Buxtehude in Hotel? Wie verdammt nochmal geht das denn? Nun, der Hafengeburtstag hat viele Höhepunkte. Eines der größten Höhepunkte am Samstag ist abends das Feuerwerk. Ich hatte eigentlich meinen Tagesdienst schon getan. Zumindest zeigte mir meine Uhr an, dass ich mittlerweile über 30 Kilometer gelaufen war. 30 Kilometer, das läuft man, kann man da ruckzuck laufen. Mal hinten in die Speicherstadt rein, mal ein bisschen ins Hafenviertel, dann ist man wieder irgendwo bei der Elfi gewesen, bei der Überseebrücke, bei den Landungsbrücken, bei der Fischer-Auktionshalle. Ach, wenn man da ein paar Mal hin und her läuft, hat man ruckzuck massenweise Kilometer zusammen. Ihr könnt euch fühlen, bedenken, wie ich mich abends gefühlt habe. Meine Hüfte tat weh, meine Füße taten weh, meine Knie taten weh, meine Fußgelenke taten weh. Und mein Rücken tat weh. Ich hatte mir ein schönes Plätzchen auf einem Schiff gegönnt. Der Skipper war sogar top. Er hat eine super Position gefunden, wo man das Feuerwerk quasi aus der ersten Reihe sehen konnte. Wobei, ich muss auch sagen, man hat es zum Glück gesagt, dass diese ganzen Kreuzfahrtschiffe beim Feuerwerk dieses Jahr bitte nicht dazwischen stehen sollte. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren genug Knatsch gegeben, dass sich dann auch im letzten Moment dann noch so ein Ozeanriese zwischen irgendeinen der vielen Fahrgastschiffe geschoben hat, wo die Leute viel Geld für eine Begleitfahrt zum Feuerwerk bezahlt haben und dann letzten Endes nur die Silhouette des Schiffs gesehen haben. Pech. Gut, ein Feuerwerk ist irgendwann auch mal vorbei. Wenn das Feuerwerk vorbei ist, wollen die ganzen Leute eins, nach Hause. Und beim Feuerwerk sind da nicht nur eben mal eben 3 Leute. Man kann sagen, es sind so locker mal 200, 250, 300.000 Leute, die da vor Ort sind. Und die wollen alle nach Hause. Schlagartig. Es passierte leider da, was passieren musste. Ich bin mit dem Schiff etwas weiter weg angekommen. Damit muss man leider rechnen, dass das Schiff nicht an dem Anlegeleger festmachen kann, wo man es erhofft hat. Hab mir dann noch gedacht, na gut, da wollen jetzt bestimmt alle heim, feierst noch ein bisschen. Irgendwann war aber auch für mich insgesamt dann Sense gewesen. Ich wollte nur noch ins Bett. Was eigentlich wie eine gute Idee klang, das wurde dann schnell zum Martyrium. Erstmal, ich musste gut 3 Kilometer nochmal laufen, bis ich bei der S-Bahn-Station war. Ich kannte die Station von früher schon. Ich war mit meiner Mutter schon mal hier gewesen, wo sie noch mit dem Rollator laufen konnte. Hintereingang. Eingang? Da war nix Eingang. Da stand auf einmal ein Schild, hier kommst du nicht rein. Neben der Tatsache, dass da ein Schild stand, dass man da nicht reinkommt, war es halt so, dass man da auf der Stelle auch nicht mehr auf den Fahrstuhl zugreifen konnte. Es war eigentlich für mich damals immer mit meiner Mutter bequem gewesen, von da hinten reinzugehen, weil ich dann gleich mit ihr mit dem Fahrstuhl nach oben Richtung Gleise verschwinden konnte. Ja, da war halt Pech im Spiel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann den riesengroßen Eingang von der anderen Straßenseite. Brücke von 2 Eingängen hoch und dann einmal über die Straße drüber und hinein ins Vergnügen. Das kann man machen, wenn es dort nicht überfüllt ist. Das war es aber. Am Ende des Tages hatte ich mich dafür entschieden, einfach den Seiteneingang zu benutzen. Eine kleine Treppe direkt am Gebäude. Na gut, es wären ein paar Stufen mehr gewesen, aber ich hätte nicht durchs Gedränge gemusst und wäre dann oben gewesen. Was glaubt ihr? Das wurde auch nichts. Vor der Treppe stand ein Gitter. Vor dem Gitter standen Polizisten. Und die haben gesagt, hier kommst du nicht hoch. Wenn du dir unbedingt mit der Bahn fahren willst, musst du darüber. Du musst dort die Treppe hoch, quer durch das ganze Gedränge. Und
zusehen, wie du vorwärts kommst. Kein lustiger Spaß. Nichts, was ich wollte. Also, was habe ich mir erlaubt? Ich habe mich einfach auf so ein kleines Steinmäuerchen gesetzt und habe dem Spiel dort einfach mal ein bisschen zugesehen. Der Polizist meinte noch so, das wird noch ein bisschen länger dauern, bis hier jemand hoch kann. Gut, das bisschen länger dauert eine halbe Stunde. Irgendwann kam ein Anruf, die Polizisten guckten entgeistert und dann mussten sie die Treppe wieder freimachen. Aber damit wurde noch lange nicht alles besser. Glaubt ihr, dass ich dann relativ zeitnah im Bett war? Ich nicht. Ja. Die Treppe kam ich jetzt zwar hoch, aber oben ging's dann erstmal nicht so, wie ich mir dachte, runter zu den Gleisen. Ich hatte mir gedacht, naja, mir tut alles weh, nimmst die Rolltreppe. Ja, scheiße war's. Ich bin die normale Treppe runtergegangen und hab einen halben Verkehr aufgehalten. Und wo ich dann unten war, da ist mir dann die S3 in Richtung Stade genau vor der Nase weggefahren. Die S-Bahnen in Hamburg fahren in einem bestimmten Takt. Wenn es dann rausgeht nach Binneberg oder nach Stade in die Gegenrichtung, hast du werktags meistens einen Takt, der dürfte so bei 10 Minuten liegen. Zum Abend wären es 20 Minuten, dann eine halbe Stunde und irgendwann in der Nacht hast du den Stundentakt. Samstags, da kann es dann auch mal sein, dass es dann direkt um 20 Minuten auf den Stundentakt umschwippt und genau da bin ich dann reingefallen in die Zeit. Es kam eine zweite S-Bahn. Die war dermaßen voll, da ist eine Konservenbüchse gegen leer. Ich bin nicht eingestiegen, ich bin noch nicht lebensmüde, Leute. In Japan gibt es einen Beruf, der nennt sich Zugquetscher. Derjenige, der diesen Beruf ausgeht, hat eigentlich nur die Aufgabe, in den übervollen Zug quasi alle, die sich irgendwie durch die Tür noch reingezwängt haben, reinzuquetschen, so dass die Tür zugeht. Ich glaube, sowas hat es dort auch gegeben. Auf normalem Wege kann der Zug nicht so voll sein. Ich habe natürlich das Pech gehabt, dass ich dann warten musste. Aber auch die Zeit ging irgendwo rum, wobei mich nervte eigentlich der Mann, der neben mir auf der Bank saß. Ich vermute mal, er war portugiesischer Herkunft und hörte sich irgendein brasilianisches Fußballspiel an. Früher hätten wir an der Stelle gesagt, für sowas gibt es auch Kopfhörer. Aber das scheint heutzutage sowieso keine Sau mehr zu interessieren. Die S-Bahn fuhr ein, es waren Plätze frei, ich war glücklich. Jetzt würde ich doch endlich bald ins Bett kommen. Ja, schlechter Scherz. Ich war ja schon glücklich gewesen, dass ich überhaupt einen Sitzplatz hatte. Die S-Bahn wurde mal ein bisschen voller, sie wurde mal ein bisschen leerer. Hinter Harburg wurde sie eigentlich dann immer mehr leer. Ja, und dann blieb sie dann irgendwann stehen. Was ich sowieso nicht verstehen konnte, war, es fuhren massenweise von den Zügen, die sich S3 nannten. Die meisten fuhren bis Wiesental, glaube ich, war das oder sowas in der Richtung. Da fuhren teilweise die Züge 5 bis 10 Minuten Takt. Nur nicht bis Stade oder Buxtehude. Wir reden davon, dass da eine Großveranstaltung war und dass dementsprechend auch mehr Leute in der Richtung nach Hause wollen. Dass man da irgendwo was am Takt mal geändert hat oder dass er meinetwegen ein Zug, der normalerweise da auf halber Strecke Schluss gemacht hat, einfach mal gesagt hat, nee, du fährst jetzt auch mal noch bis zur Endstation durch. Die Idee kommt scheinbar die Hamburger Hochbahn nicht. Keine Ahnung, was da falsch läuft. Wir reden immerhin vom 834. Hafengeburtstag. Da sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben, auch was dieses ganze Zeug mit der Absparerei da betrifft. Aber naja gut, lassen wir das. Ich wollte eigentlich nur ins Bett. Tja, ins Bett kommen wollen und ins Bett kommen, das sind irgendwo zweierlei Geschichten. Nachdem der Zug mittlerweile relativ leer war, hielt er auf einmal.
Und er fuhr auch nicht weiter. Im ersten Moment wussten wir gar nicht mal, warum er nicht weiterfuhr, bis dann auf einmal eine zögerliche Ansage aus dem Fahrerpult kam. Irgendwo, zwei Abteile weiter nach vorne, war Randale im Zug. Irgendein Typ hatte wohl einen leichten über den Durst getrunken und fing an, dort rumzustänkern und rumzupöbeln und rumzuprügeln. Wir warten auf die Polizei. Ehe die Polizei nicht da ist und die Sache geregelt hat, fahren wir nicht weiter. Dieses Warten dauerte. Und dauerte. Es waren locker über 20 Minuten. Ich glaube mal, bis der Zug weiterfuhr, war es fast eine halbe Stunde rum. Mit einem Ruck fuhr er weiter und wir sahen dann eigentlich nur noch, dass hinter einer Treppe zwei Polizisten mit einem Mann und Fahrrad standen und auf diesen Mann einredeten. Meine Güte. So eine Eierei und ich wollte eigentlich nur ins Bett nach Buxtehude in mein Hotelzimmer. Ja, es könnte alles so schön sein. Der Zug fuhr weiter und irgendwann kam er tatsächlich in Buxtehude an. Um den Bahnhof herum war mittlerweile alles dunkel und ich hatte noch eine ganze Ecke zu laufen. Das Hotel war etwa einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, also fußläufig. Nur um die Zeit brauchte ich auch nicht mehr zu hoffen, dass da noch ein Bus fuhr. Wobei, der Bus wäre sowieso nicht beim Hotel angekommen. Buxtehude hat eine ausgeprägte Fußgängerzone und die Busse fahren nicht in diese Zone rein, sondern einmal drumherum. Ich hätte so oder so ein ganzes Stück noch laufen müssen. Ich wollte nicht nur ins Bett, ich musste mittlerweile dringendst aufs Klo. Ein Klo gab es am Bahnhof natürlich auch keins, zumindest nichts mehr, was noch geöffnet war. Unterwegs sämtliche Gaststätten, wo man hätte reingehen können, waren mittlerweile auch zu. Es lief nur noch irgendwelches, leider leicht alkoholisiertes Volk durch die Gegend. Und ich tapselte quer durch Buxtehude in Richtung Hotelzimmer. Irgendwann kurz vor 5 bin ich ins Bett gefallen. Erst ärgerte mich noch der Schließautomat an der Hoteltür. Natürlich war um die Zeit die Tür nicht mehr offen. Das Schloss, das war etwas versteckt unter einem Eingangssafe. Und irgendwie, ich war nicht mehr in der Lage, sauber den Schlüssel da ins Schloss reinzustecken. Dasselbe ging mir dann nochmal in der Zimmertür zu. Ich bin nochmal aufs Klo gegangen. Hab mich nochmal geduscht und bin ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen habe ich dann erstmal gefrühstückt. Die Nacht war wirklich kurz. 8 Uhr. Frühstück. Eigentlich wollte ich wieder nach Hamburg fahren, wollte mir den Fischmarkt angucken, wollte noch eine Runde um die Alster joggen. Nee, Leute, das könnte knicken. Der Fischmarkt, der öffnet morgens irgendwo um 5.30 Uhr und geht bis um 9.30 Uhr. Offen haben die Stände in der Regel noch bis 10 Uhr. Wenn die Ansagen kommen, dann wird im Prinzip der letzte Rest, der da ist, für Ramschpreise verkauft. Weil man möchte ja nicht irgendwo irgendwelches Gemüse, was sonst die nächsten Tage gleich faul wird, wieder mit nach Hause nehmen. Nee, ich war dermaßen müde, das glaubt ihr nicht. Ich bin nach dem Frühstück relativ zügig dann doch noch wieder nach Hamburg reingefahren. Bin an die Landungsbrücken gegangen und dort gibt es oberhalb der Promenade die Möglichkeit, von da aus die Schiffe sich anzugucken oder sich hinzusetzen. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und bin dort erstmal eingeschlafen. Schlafen an der salzigen Luft, das ist gesund. Ich habe mir da noch irgendwie ein Schiff gegönnt, zur Auslaufparade, war ganz lustig gewesen und danach war dann irgendwann auch für mich der Hafengeburtstag vorbei. Jetzt müssen wir auch mal ehrlich sein, die meisten Hamburger fahren zum Hafengeburtstag schon gar nicht mehr hin. Die wissen, was da für ein Terz läuft. Die haben eigentlich auch da auf dieses Gedränge, Geschubse und Geschiebe eigentlich auch gar keinen Bock. Kann ich irgendwo auch verstehen. Trotzdem ist das irgendwie doch was Besonderes, weswegen man immer wieder hinfährt. Ich sag mal so, man sieht jede Menge alte Schiffe.
Im Hansahafen liegt die Peking, die wieder restauriert wird. Einer der P-Liner, die aus New York zurückgekommen sind, in sehr marodem Zustand und wieder zurechtgeschustert werden. Kein Hamburger versteht, warum man im Hansahafen jetzt noch einen neuen Museumshafen machen muss. Ein Schiff wie das gehört eigentlich vorne, Kiellinie, Landungsbrücken, am besten direkt neben die Rikmas gesetzt, in die Nähe, da wo alle hingehen und dieses Schiff auch sehen. Gut, die Entscheidungen treffen andere und entsprechend liegt das Schiff dort vor Ort. Vielleicht wird man ja irgendwann auch noch ein bisschen schlauer. Man hat natürlich auch jede Menge andere Segelschiffe, wie Alexander von Humboldt, etliche von diesen vielen holländischen Schiffen, die mittlerweile schön rausgeputzt sind. Dann ist ein polnisches Schulschiff da gewesen. Was irgendwie fehlte, waren die Russen. Rosenstern, Mir, alle nicht da. Gut, ist verständlich. Die Schiffe gehören zur russischen Marine. Und irgendwie waren die Russen halt so blöd gewesen und mussten unbedingt den Krieg in die Ukraine anfangen. Deswegen waren sie nicht mehr gewünscht. Ich hoffe, dass das vielleicht in Zukunft alles wieder anders wird, dass Frieden einkehrt und auch diese Schiffe wieder zurückkommen, weil es sind wirklich schöne Schiffe. Es ist schön, dass man sie besuchen und dort nochmal gucken kann, was da, wie es da aussieht und so weiter. Es wäre schade, wenn diese dauerhaft ausgeschlossen blieben. Man kann auch auf jede Menge Schiffen rumfahren. Wobei, ich muss natürlich sagen, so eine Fahrt zum Feuerwerk hat mittlerweile über 40 Euro gekostet. Eine Schifffahrt, Begleitfahrt, war auch irgendwo was um die 30, glaube ich, 33, 34, 35 Euro. Zur Einlaufparade hat man auch locker über 30 Euro bezahlt. Es läppert sich. Wenn man dann nur überlegt, dass eine ganz normale Hafenrundfahrt von einer Stunde mittlerweile 25 Euro kostet, eben sei mal gesagt, wer wirklich einen Hafen sehen möchte, der kann genauso gut mit einem der vielen Fähren durch die Gegend fahren. Wenn man ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hat oder in Deutschland ein Ticket für die Bahn, was ja auch für den Nahverkehr gilt, ist dies sogar kostenlos. Einmal die Linie Richtung Finkenwerder hinten raus und dann gibt es dann, glaube ich, noch, die, das müsste, glaube ich, die 64 sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, danach die 62 noch abgefahren. Schon hat man innerhalb von zweieinhalb Stunden eigentlich die wichtigsten Orte, die es rund um den Hamburger Hafen gibt, gesehen. Und das für lau. Erklärungen gibt es da auch ein bisschen was, weil es gibt zumindest Ansagen, die man, die dort gemacht werden, so als kleiner Service, der da drumherum geht. Allerdings, man muss damit rechnen, es fahren natürlich auch normale Fahrgäste damit und dementsprechend sind die Fähren auch proppe voll. Ja, ich habe Spaß gehabt in Hamburg. Es war mein 50. Geburtstag. Ich war da gewesen, wo ich am liebsten bin, wo es was mit Schiffen zu tun hat, wo es ein bisschen maritim ist. Ist ja mal so, jemand wie mich in den Alpen kann man sich, denke ich mal, auch kaum vorstellen. Ob ich sobald wieder nach Hamburg komme? Ich würde niemals nie sagen. Wenn ich von den ganzen Großstädten, die ich kenne, es nehme, ist eigentlich Hamburg die, die mir am liebsten ist. Ich würde mir natürlich überlegen, ob ich beim nächsten Mal nicht einiges anders mache. Vielleicht das Feuerwerk einfach weglassen oder von ganz woanders gucken, wo ich besser wegkomme. Weil ganz ehrlich, so ein bisschen über 30 Kilometer, weit über 4 Stunden Heimweg, das ist schon ein harter Tobak. Ich hoffe, es war für euch interessant gewesen. Die eine oder andere Einblendung habe ich natürlich in dem Film jetzt natürlich auch gemacht. Vielleicht guckt ihr ja euch noch ein paar von den anderen Videos an, die ich in den nächsten Tagen lade. Das wird ein Video unter anderem sein von der Auslaufparade, was ich gemacht habe. Und ein Video zu einem großen Feuerwerk. Also da wird noch so ein bisschen was zu sehen sein. Und ich denke mal, es wird auch noch der ein oder andere Bericht nachkommen. In dem Sinne, euer Zanderhawk, bis zum nächsten Mal.